Im Sommerhaus der Stars endete die aufgeheizte Stimmung schon in Folge 2 in einer heftigen Auseinandersetzung. Als sich Alex abends im Bad die Zähne putzte, eskalierte die Situation. Chan forderte den 32-Jährigen auf, die Zähne leiser zu putzen und die Geräusche dabei sein zu lassen. Doch das ließ sich Alex nicht gefallen und entgegnete: "Ich rotze hier so viel rum, wie ich will." Doch Chan regte sich weiterhin auf und beleidigte den Reality-TV-Teilnehmer mit den Worten: "Du bist ein Rotzer." Nach diesen Worten brach es aus dem Ex-Freund der Temptation Island-Teilnehmerin Christina Dimitrio heraus: "Du bist ein Rotzlöffel, ein kleiner Mann, der ihr hinterherläuft." Natürlich ließ Chan den Vorwurf nicht auf sich sitzen und entgegnete: "Du bist nicht mal ein Löffel." Als sich Valentina dann noch einmischte und Alex' Freundin Vanessa mit ihrer Vergangenheit als Verführerin bei Temptation Island konfrontierte, eskalierte die Situation auch unter den Frauen. "Das ist mir alles zu viel", erklärte Vanessa unter Tränen und lief in den Garten. Die Schlichtungsversuche der anderen Promis scheiterten. Das letzte Wort scheint in diesem Sommerhausstreit jedenfalls noch nicht gesprochen.